Hallo, willkommen zurück bei UFO Enemy Unknown, ja. Und ihr habt jetzt euch bestimmt was anderes vorgestellt, wie es optisch hier aussieht. Genau, es hat sich ein bisschen was verändert. Und zwar muss ich mich da hier am Jammu Tide bedanken. Und er hat hingewiesen, dass ja damals noch ein Superhuman Bug gab. Oder ein Difficult Bug. Und zwar nach dem ersten Einsatz war es so, dass das Spiel automatisch sich zurück zum Beginner ja verbuggt hat, kann man sagen. Zum Schwierigkeitsgrad Beginner. Und deswegen habe ich hier einfach nochmal neu gestartet, habe alles schon mal vorbereitet, habe hier auch die Lager und das alles hingepackt. Neu ist, dass ich auch eine Klimazelle hingepackt habe, die habe ich neulich vergessen. Und wir haben auch nur ein erweitertes großes Radar, was wir bauen. Sonst ist alles da, wir haben die Soldaten schon fertig, wir haben die Ausrüstung schon fertig. Wir haben alles schon habe ich alles schon mal vorbereitet. Und ja, wer sich auf die Terrormission gefreut hat, der kann dann kann ich sagen, nee, gibt's noch nicht. Wird noch nicht gemacht. Wir sind auf der Suche nach Außerirdischen und die soll es angeblich gesamt geben. Und zwar wo ein bisschen zentral aus Asien. Na, gucken wir mal. Bitte nicht, bitte. Ach, Nordamerika, na super. Also wenn uns da die Geldgeber flöten gehen, da haben wir was Schönes hier. Ja, und dann würde ich nochmal an der Stelle nochmal vielen Dank an Plexi sagen, der hierfür auch Werbung gemacht hat für dieses Projekt. Ja, das ist toll. Das freut mich eben wirklich extrem. Und mal gucken, wie ich mich schlage. Ich habe ja jetzt ein paar Fehler bereinigt. Und wie gesagt, wir wollten ja von Anfang an Superhuman spielen. Und hätte ich das nicht debuggt sozusagen mit diesem Programm, dann wäre es wieder Beginner und es wäre nur halb so schön. Und super, unser Abfangjäger hält es nicht aus und macht auf der Hälfte der Strecke platt. Super. Das ist genau, was ich mir gedachte. Gut, schicken wir den Sky Ranger hier hin. Vielleicht entdeckt er was. Der hat mehr Sprit und müsste rein theoretisch dort ankommen ohne Probleme. Gut, jetzt weiß ich nicht, ob der Debugger hat, glaube ich, nicht das behoben, was ich vorher hatte. Diese kleinen Ruckler, die ich hier bei Fraps habe. Fraps sage ich hier, die ich hier beim Spiel habe, über DOSBox. Die brauchen ja auch ewig hier rüber zu fliegen, wa? Stelle ich gerade so fest. Ich kann natürlich noch ein bisschen beschleunigen. Ich will mal hier auch ein bisschen... Okay, jetzt bist du da. Gut, neues Ziel wählen. Fliegen wir mal hier hin. Okay. Dann nicht. Neues Ziel wählen. Fliegen wir mal hier oben hin. Vielleicht ist da was. Wer weiß, wer weiß. Schön wäre es auch ein UFO zu finden, was nicht abgestürzt ist. Weil da können wir schönes, ja, was schönes bergen sozusagen. Neues Ziel wählen natürlich. Nochmal hier hin. Ah, das erinnert mich irgendwie wieder an Afrika. Nur dass das jetzt leider noch weiter entfernt ist. Na gut, dann fliege erstmal zurück. Obwohl, welchen Abfangjäger? Vielleicht können die ja relativ gut hier oben hin fliegen und fliegen dann nicht wieder um einen halben Globus, sondern machen wir eine ordentliche Linie. Wer weiß, ob das klappt. Ja, das scheint doch zu besser zu funktionieren. Nein, klappt doch nicht zu funktionieren. Einfach zu wenig Sprit. Die an sich problematische Situation, die es momentan auf der Welt gibt. Und das meinte ich hier mit Geldgeber hier. Amerika erreiche ich gar nicht mehr. Und das ist einer der größten Geldgeber. Und hier Europa, da habe ich auch ein bisschen Probleme. Gucken wir noch auf die Diagramme, ob wir noch was anderes finden. Nee, ist nur Amerika. Das ist super. Dann werden wir unseren ersten Terrormission wahrscheinlich dann da bekommen. Wenn wir vorher nicht irgendwo anders einen Außerirdischen finden. Ich guck nochmal weiter, ob ich hier zufällig was finde. In den Diagrammen. Maximal sonst Zentralasien. Ja, gut, wir können hier nochmal nach Zentralasien, obwohl wir die ganze Zeit hier rumlungern. Und anscheinend überhaupt nicht aufgepasst haben oder überhaupt jemanden gesehen haben. Das Radar ist echt ganz kurz. Raumschiff umleiten. Du willst sie wählen. Gut, darf ich verstehen, wer das nicht findet. Ja, na gut, hier ein neues Ziel wählen. Versuchen wir nochmal ein anderes zentrales Asien zu finden. Wie wäre es mit dem Mittleren Osten?
Ist nicht zentral genug, ist zu weit östlich anscheinend. Und jetzt für alle, ja, ich weiß, liegt am besten. Neues Ziel wählen und mal gucken im Himalaya, ja, vielleicht verbirgt sich da jemand. Ja, auch nicht. Gut, ist denn der Sky Ranger wieder bereit? Bewaffnet, auftanken. Bewaffnen? Der Sky Ranger hat doch keine Bewaffnung. Okay, muss ich nicht kapieren. Muss ich nicht kapieren. Muss ich nicht kapieren. Aber er ist bereit jetzt wieder. Sky Ranger. Gucken wir die Welt einfach von oben an. Von unten an. Oder keine Ahnung. Einfach andersrum mal anschauen. Ja. Aber ich meine mal, das ist ja eh... Ja, du kannst wieder nach Hause fliegen. Keine Sorge. Das ist ja eh eine objektive Sache. Wie der Planet so rumsteht. Der kann auch so rumstehen hier. Also, so hier. Na komm. Das ist eh was Objektives. Aber nein, wir machen es mal richtig. Sonst werdet ihr noch ganz kürre. Also hier, was ich hier betreibe mit der ganzen Sache. Okay, ja, gut, das habe ich jetzt nicht gehofft. Und ich wollte eigentlich nicht den Part schon wieder so anfangen. Aber wir müssen was finden. Neues Ziel wählen. Vor allem schön wird es, wenn wir wirklich ein UFO hier finden. Was machen wir dann? Wir können es nicht abknallen. Wir müssen dann versuchen, so lange zu warten, bis es dann irgendwo landet. Anders wüsste ich keine Möglichkeiten, jetzt erstmal was zu machen. Weil, wie gesagt, die Flugzeuge haben einfach nicht die Reichweite jetzt momentan. Wir bekommen noch bessere dann später, aber die momentanen sind halt nur für kurze Strecken ausgelegt. Außer Sky Ranger, der zwar enorm langsam ist, aber auch viel tanken kann. Okay. Raumschiff halten, umleiten, zurück zum Stützpunkt. Und dann gucken wir gleich. Habe ich doch gerade gesagt. Okay. Und was machen wir jetzt noch? Wir gucken nochmal in die Diagramme. Ist auch erst der 7. Juni. Gut, nichts passiert. Dann werden wir ein bisschen hier vordrehen. Von der Zeit. Gucken wir nochmal in die Diagramme. Gefällt mir ganz und gar nicht hier. Gut, dann schicken wir die nochmal hier hin. Abfangen. Los, Sky Ranger, find doch mal die was. Ich finde diese... Ja, du hast was gefunden. Du bist zwar auf demselben Kontinent, aber macht nämlich nichts. Hauptlager wurde produziert. Neues Ziel. So. Sehr schön, können wir auch mehr Sachen tragen. Wenn wir dann Sachen finden würden, zum Beispiel durch UFO-Abstürze, aber wo ist denn ein UFO-Abstoß? Keins da. So, ja, die Leute habe ich jetzt noch nicht benannt, ist ja klar. Und auch die drei, die ich neulich benannt hatte, werden dann natürlich wieder benannt. Das ist einfach so. Ich habe überlegt, ob ich echt neu anfange oder ob ich da weitermache, aber das wäre einfach keine Superhuman-Challenge. Wenn ich nur die erste Mission Superhuman gemacht hätte und danach ja, euch sozusagen auf dem Trocknen lassen hätte... Hallo? Ihr steigt weiter an und ich finde hier nichts. In Zentralasien ist anscheinend auch ein bisschen was los, aber anscheinend bin ich nicht zu zentral in Asien, um sowas zu finden. Ich bin einfach zu weit entfernt. Gut, Abfangjäger 1. Flieg mal hoch. Vielleicht finden wir doch noch was in Zentralasien. Ich soll ja irgendwie die Hölle kassieren. Ah! UFO zentrieren. Abfangen, und zwar Sky Ranger. Neues Ziel wählen. So. Machst du jetzt sowas? Neues Ziel wählen. Ja, das. Gut. Ich könnte jetzt einen Abfangjäger hier schicken, aber ich glaube nicht, ob der was bringt. Oh Gott, warte mal, Abfang. Sky Ranger. Das könnte was sein. Ich krieg den nicht, verdammt. Gut, zurück zum Stützpunkt. Jetzt sind sie gelandet, aber das bringt einfach nichts. Weil er wieder nachtanken muss. Ja, Spur verloren, sehr schön. Zurück zur bekannten Position, obwohl der wird gleich wieder sagen, oh, kein Sprit mehr. Kann ich ihn. Ja, dann flieg wieder zurück.
Ja, verdammt. Schade eigentlich, schade. Aber wäre auch eine Nachtmission geworden und ich glaube nicht, dass ich mich darüber nicht gefreut hätte. Der andere Sky Ranger oder Abfangjäger, der hier noch rumvegetiert. Hier, neues Ziel wählen. Kann man weiter Zentralasien besuchen. Oder fliegt einfach zurück, weil die Müllsprit wieder alle gegangen ist. Zeit, dass man das große Radar fertig wird. Das ist echt nervig. Und solange wir den Hyperwellendetektor nicht haben, können wir auch... Also wenn wir das Ding haben... Oh, Berichte. Forschung einleiten. Gut, solange wir nichts zu tun haben, können wir ruhig mal hier Laserwaffen machen, auch wenn wir sie nicht brauchen werden. Aber die können wir zum Verkaufen wenigstens nutzen. Auch dafür danke für den Tipp. Habe ich früher eigentlich immer gemacht, aber... Gut, das wird jetzt immer nur ein Lückenfüller sein. Solange wir keine ordentlichen Sachen haben. So, mal kurz stoppen. So, Abfang hier. Komm wieder hierher. Und... Sky Ranger, ja... Wir probieren es einfach nochmal. Hierher mit dir. Danke. So. Eine Stunde. Raumschiff umleiten. Markierung 22 haben wir schon. Neues Ziel wählen. Ja, hierhin. Kurz warten. Neues Ziel wählen. Hierhin. Ja, fliegt wieder zurück. Und der fliegt wieder hier so rum um den halben Kontinent. Ich weiß nicht, ob die wirklich die perfekte Route nutzen. Rein theoretisch müssen sie es ja. Das sieht manchmal echt ein bisschen merkwürdig aus, wie die rumfliegen. Neues Ziel wählen. Fliegen wir gleich mal hier weiter. Und wir haben schon fast wieder den Sprit alle leer. Ja, Sky Ranger. Neues Ziel wählen. Mal hier oben hin. Gut, dann nicht. Dann flieg wieder nach Hause, zurück zum Stützpunkt. Gut, haben wir ein Alien-UFO gefunden, aber ja, ist auch gelandet. Bloß haben die sich gedacht, wir brauchen Sprit wieder. Und hat nichts gebracht. So, wir gucken nochmal kurz in die Diagramme. Ja, USA ist viel los, wie ich gedacht hätte, und Zentralostasien, ja, es geht so. Anfang hier, so, fliegt doch mal hier hin. Denn wir können echt nur mit dem Sky Ranger Nordamerika erkunden. Das finde ich toll, dass da unbedingt was passiert und nicht hier näher und, ach, überhaupt. Sonst auch nichts auf den anderen Kontinenten, sonst könnte man da nochmal patrouillieren. So, wartet mal. Abfing hier 2, kommt mal hier hin. So, 1. Neues Ziel wählen. Hier hin. Und ein bisschen gemeinsam den Luftraum hier erforschen. Das bringt ja echt gar nichts. Raumschiff umleiten, neues Ziel wählen. Dahin. Los. Ein bisschen entdecken. Wir müssen doch mal ein UFO hier entdecken. Geht ja nicht. Raumschiff umleiten, neues Ziel wählen, ja, ich weiß, super spannend gerade, aber wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen auch, achso, deswegen wegen der neuen Stadt natürlich auch, dass links, wieder alles auf Null steht, man könnte jetzt behaupten, ich war so feige, aber nein, echt, wir haben schon wieder Forschung abgeschlossen, okay, dann Forschung einleiten, natürlich die Laserpistole. Auch wenn wir die nicht nutzen werden, aber trotzdem machen wir es mal. Und, ah, ich habe was vergessen. Okay. Stützpunkt. Und zwar Produktion. Neue Produktion. Sanitasche Ausrüstung. Natürlich gerne. Produktion starten. Ingenieure alle mal hinpacken. Und 7 Sanitaschen. Dankeschön. So. Quartiere waren ja noch nicht fertig, die sind erst in 3 Tagen fertig. Vorher können wir keine neuen Wissenschaftler und Ingenieure hierher schicken. Na gut, fliegt mal zurück zum Stützpunkt. Nicht, dass wir keinen Sprit mehr haben, falls uns dann doch ein UFO begegnet. Das wäre ja dann sehr, sehr ironisch, ehrlich gesagt.
Können wir mal in die Diagramme schauen? Nee, nix da. So, alle mal bereit. Schicken wir nochmal einer nach Zentralasien. Raumschiff umleiten. Ja. Oh. Da ist was. Und es ist dunkel. Das finde ich nicht toll. Neues Ziel wählen. Und zwar bleiben wir auf dem UFO. Abfangen. Das wird eine dunkle Mission. Und ich habe keine Sachen, womit ich die Nachtmission durchführen kann. Nur habe ich die Befürchtung, dass ich, wenn ich zu lange warte, das Flugzeug oder das UFO wieder hochkommt. Aber rechts kommt schon langsam die Sonne gegen. Oha. Okay, damit ist bewiesen, der Ruckler ist immer noch da. Standardangriff. Was hatten wir für eins? Ah. Ein mittleres? So, nee, ich glaube ein kleines. Das, was wir auch bei der ersten Mission hatten. Gut, dann du erstmal neues Ziel wählen. Hier hin. Und dann warten wir erstmal ab. Dann machen wir 5 Minuten. Die Mission darf nicht verloren gehen. Aber ich will es auch gerne im Hellen machen. So. Neues Ziel wählen. 90% Treibstoff haben wir noch. Also wird es kein Problem geben. Na komm schon, komm schon, komm schon. Zurück zum Stützpunkt. So, und jetzt ja, ich weiß. Sky Ranger, los geht's. Neues Ziel wählen, bitteschön. Absturzstelle, ja. Und dann auf zur Mission. Denn da wird's Tag sein. Juhu. Und eine Wüstenmission, wie ich richtig sehe. Haben wir ja neulich auch nicht gesehen. Insofern dann doch mal was Neues. Und mal gucken, mit wem wir es zu tun haben. Ich kann mir vorstellen, noch mit den Sektoiden. Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. So, alle sind ausgerüstet. Alle 14. Gut, jetzt haben wir keinen Medipack dabei. Muss ich nächstes Mal drauf achten. So, Nummer 2. Sieht erstmal friedlich aus. Ah, da haben wir gleich das Raumschiff. Gut. In den Häusern können die sich auch mal lieben gerne verstecken. Nicht genug Zeiteinheiten für einen Reaktionsschuss. Ach. Ich mach mal kurz hier. Auf sowas. Schnellschuss. Ich guck grad mal nach. Braucht die echt so viele Zeiteinheiten? 18. Okay. So, du. Auch für den Schnellschuss bereithalten. Willst du nicht? So benötigt Gewalt. Ach nee, ist schon bereit. Ja. Das ist der typische, ich klick drauf und da passiert sowas. Und wir haben immer noch diesen alten komischen Zaun, diesen verbuggten Zaun. So. Ich würde einfach mal 4 Leute fürs erste rausschicken. 3 haben noch einen Reaktionsschuss. Und UFOs, also Gegner, mal gucken. Aha. Das klang wie noch im Raumschiff drin, ne? Versteckte Bewegungen dauern immer noch an. So, wir sind drinne. Ich will, wie gesagt, gerne noch die Reaktionsschuss lassen, deswegen. Ach nein, jetzt haben sie doch hier wieder tatsächlich sowas. Aber ich glaube 19 Zeiteinheiten reichen vollkommen aus. Und wir werden mal mit 2 in Richtung UFO begehen. Und mir hier ein bisschen erkunden. Ja. Nicht genug Zeiteinheiten. Das ist super, genau vor der Tür. Und mit dem gehen wir hier in der Nähe von dem Fenster. Denn manchmal sind die halt hier drin und dann kommen die mit dem Fenster hier. Schießen sie einfach mal richtig schön durch und... Ah, da haben wir schon einen. Gibt's hier auch Reaktionsfeuer bitte, Jungs? Nee, gar nicht, wa? Und da haben wir einen zweiten. Aber die kümmern sich auch nicht darum, dass wir hier sind.
Vielleicht haben wir ja so einen Waffenstillstand ausgearbeitet oder so. Wir lernen aus reiner objektiven Perspektive. So. Okay, ja, ich mach mal hier Schnellschuss. Vielleicht treffe ich ja. Okay, Nummer 1 war da schon sehr gut. Und ich habe doch hier noch einen Alien gesehen. So, 1 lasse ich erstmal. 4. Komm. Hier war doch noch ein Alien. Streng dich an. Ich hab's doch gesehen. Warum haben die auch so wenig Zeiteinheiten alle? Keine Zeiteinheiten für einen Schnellschuss. Das ist typisch. So, jetzt durften die aber Reaktionsfeuer machen, falls dann irgendwas noch kommt. Ich werde mal hier oben nochmal jemanden rausholen. Ja, ja. Natürlich der ganz da hinten. Ich wollte eigentlich den nehmen. So. Und mal gucken. Hat auch keine Zeiteinheiten. Na, mal gucken, ob wir vielleicht den per Reaktionsschuss erwischen. Achso, Knopf drücken natürlich. Sorry. Einen haben wir ja erledigt schon. Der hat nicht viel zu sagen gehabt. Ja, das ist toll gewesen. Vor allem, der war doch da direkt dort. Hat er irgendwie ein unsichtbares Schild um sich herum gehabt? Oder warum habt ihr den nicht gesehen? Jetzt sieht ihn schon wieder nicht. Der ist doch direkt da. Ja, da ist er. Toll. Und Nummer 3 wurde verletzt, sieht man hier an der Anzeige. Man sieht auch hier, er hat tödliche Wunden 2. Heißt also, er bekommt jeden Runde, jede 2 Schaden, 2 Schaden pro Runde. Sind also 8 Runden, da ist er dann weg vom Fenster. Und deswegen, ha, haben wir jetzt Nummer 3. Ja, verklickt. Super. Schnellschuss. Ich überlege gerade, oder nehme ich Zielschuss? Jetzt habe ich kein Visier oder was. Oha, ich habe getroffen. Das war aber daneben. Und das ist wirklich noch auf Superhuman? Also ich habe wirklich so eingeschaltet, dass der Bug behoben wurde. Wir können nochmal probieren mit Schnellschuss. Aber bitte nicht die Kameraden abknallen. Oho. Ich bin ja positiv erstaunt über meine Kameraden hier. Die können ja Gegner abschießen. Wow. Hätte ich nicht gedacht. Und ich habe wieder vergessen, diese Option zu nehmen. Aber gut. Wir machen erstmal Runde beenden. So, versteckte Bewegungen. Das hört sich ganz nach UFO-Türen an. Da werden wir uns gleich mal umschauen. Mit ein paar Leuten da hingehen. Ja, immer noch versteckt die Bewegung. Freut mich. So. Schnellschuss. So, und auch hier. Ich frage mich echt, warum die den nicht sehen konnten. Der war direkt daneben und die sehen den einfach nicht. Das ist ja mehr als merkwürdig. Los, läuft einfach mal los. Okay, der war echt knapp. Da. Oha. Der wurde getroffen. Und ich glaube, das war ein guter gewesen. War Nummer 3 oder so. Der auch sehr gut geschossen hatte. Wurde aber nicht verletzt. Da haben wir ja Glück gehabt. Hat nur ein bisschen Moral verloren, aber ein bisschen Zeiteinheiten. Naja, wahrscheinlich, weil er zu bepackt ist. Wir haben doch von hier rechts einen Schuss mitbekommen. Hm. Aber ich sehe da niemanden. Von wo kam denn da bitte ein Schuss? Und ich bin auch hierher gelatscht. Okay. Gucken, ob ich nochmal einen rausholen kann. Hier, Nummer 6. Ist wenigstens ordentlich Zeiteinheiten. Ja, versuchen wir hier hinzugehen. Nein, hier ist niemand. Hä? Okay, woher kam der Schuss, bitteschön? Hier irgendwas? Nicht wirklich. Da muss ich echt aufpassen. Gucken, ob ich
hier irgendwie hinkomme. Ah, da sehen wir den Kameraden, der einfach mal dreisterweise mich angeschossen hatte, aber ich nicht verletzt wurde. Ey, das ist doch hier... Du kannst mir nicht sagen. Aber ich habe echt auf Superhuman geschaltet, also denkt nicht irgendwie jetzt was Falsches. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Echt, der war die ganze Zeit da drinne? Ich war doch mit... Woher kommt der? Kommt der von einer anderen Etage runter oder was? Und im UFO ist dann auf jeden Fall noch was. Ja. Und du gibst kein Reaktionsfeuer, obwohl du... meine, wie... Boah. Ich meine mal, der steht da direkt dort und warum gibt der kein Reaktionsfeuer? Der hat auch genug Zeiteinheiten gehabt. Ja. Der wäre für dich... wäre toll, wenn du jetzt sterben wirst, aufgrund deines Fehlers, den du verbockt hast, aber... zweimal draufgeschossen und das Vieh lebt immer noch. Jetzt ein Reaktionsfeuer, wa? Da wäre was gewesen. Schnellschuss. Normalerweise mache ich das nicht, aber weil ich denke, dass er keine Zeiteinheiten habe, hat mehr, habe ich das einfach mal ausprobiert. So. Und Jungs, kommt mal beide hier runter. Ich denke mal, da unten befindet sich nicht. Ich denke echt, da befindet sich nur noch einer im Schiff. Also, ich sehe zwar nicht, dass da irgendwas zerstört wurde im Schiff, aber das wird bestimmt der Antrieb wieder kaputt sein, so wie ich es kenne. Okay, da kann ich nichts machen. Mal gucken, ob da jemand rauskommt jetzt. Versteckte Bewegungen. Ja, Runde 8 schon. Und Nummer 3 ist kurz vorm Sterben. Sorry. Ich hoffe, Nummer 3 überlebt. Er wird eh das Exemplar sein, der als erstes reinrennt. Weil mir der andere zu wichtig ist. Mal gucken, die sind eh halb blind hier. Also treffen tun sie einigermaßen, sind aber sonst relativ blind. So, jetzt habe ich zwar alle Zeiteinheiten verloren, aber egal. Wir machen das schon. Ja, versteckte Bewegung. Ich hoffe echt, dass wir es die Runde packen. So, Nummer 3. Ihm fehlt wieder zig Zeiteinheiten. Ja, super. Das ist toll, wenn er... Weiß ich ja nicht, ob er noch bei Feuer in Ohnmacht fällt, bevor er stirbt. Ah, gut, jetzt habe ich auch die anderen Zeiteinheiten verloren. Hoffe ich, dass kein Alien jetzt in dem Moment irgendwo aus einer Ecke gekrochen kommt. Und die sollen einfach mit ihren restlichen Zeiteinheiten mal hierher latschen. Und die Frau hat natürlich noch genug Zeiteinheiten. Die Waffe nicht so schwer. Das ist super. Gut. Los. Versteckte Bewegung. Ich glaube, da kommt ist noch ein Außerirdischer, also ist nicht nur der. Los, den kriegst du aber. Der hat ein schweres Plasma. Der hat doch getroffen. Keine Munition. Nein, nicht wirklich. Jetzt, oh Gott. Kannst du wenigstens... Ja, danke. Denn sonst hätte ich die Befürchtung, dass ein Kamerad ihn einfach abknallt. Darauf habe ich auch keinen Bock. 4 Punkte, das heißt, er hat noch 2 Runden zu leben. Und das verlängert dein Leben nicht wirklich, so eine Aktion. Ich hoffe, es reicht aus. So, bitte, 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 bitte. Oh Gott, Jungs. Echt mal. Wo hat der jetzt hingeschossen? Da habe ich nicht mal gesehen, wo der Schuss hinkam. 18 Zeiteinheiten. Bitte. Ah, zu wenig. Oh Gott, das wird ein Massaker. Erster tot. Ja, hat er verdient. Okay. Jetzt. Mann, das wird eng jetzt werden. Und zwar wird der eine jetzt nächste Runde sterben, wenn wir ihn nicht irgendwie retten. Denn ich habe meinen Sadie-Kit nicht dabei. Ja, das ist toll. Ich kann echt nur hoffen, dass das letzte Alien war, aber ich denke eher nicht. Weil. Naja, wie soll ich erklären? Die Runden, wie lange es gedauert hat, war es einfach viel zu lang. So,
Ja, du komm noch mal mit. Und dann gucken wir mal. Ja, versteckte Bewegung. Ach ja, toll. Das war's für den einen Kameraden. Oh! Nummer 3 ist in seiner Verletzung gestorben. Runde 12, XCOM. Hat aber, als er gestorben ist, nochmal einen Todesschuss abgegeben. Boah, Junge. Wow. Beruhig dich hier. Und war's das schon? Ich hoffe. Also, bisher qualmt hier nirgends was. Kann ich mal von oben gucken. Treffen, bitte. Ja. Und hier qualmt auch nichts. Vielleicht ist der Kerl noch ganz geblieben. Und? Ach nein, immer noch. Oh, oh Gott. Ja, der ist damit auch futsch. Aber ich habe nicht gedacht. Ich habe nicht gehofft, dass der überlebt. Weil er hat ordentlich schon abkassiert. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir das Alien hier sehen. Ja, das ist direkt neben mir. Keine Ziellinie. Oder kein. Nee, keine Munition mehr. Jungs. Das ist uncool. Echt uncool. Und ihr seht schon, ich überziehe gerade, aber ich wollte eigentlich die Mission noch beenden. Toll. Hier. Paar Leute noch hin. Ja. Hier hin einfach mit euch. Bitte, 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 bitte. Oh, er geht durch eine Tür. Welche Tür wird sein? Ich denke mal zum oh, ja. Zum Maschinenraum, wollte ich gerade sagen. Das wird doch der letzte sein, oder? Nein, da gibt es immer noch welche. Oh, oh Gott. Nummer 6 ist bewusstlos. Wow. Okay, jetzt verstehe ich auch. Einfach viel zu viele Leute für normale Challenge. Also das wird schon Superhuman sein, weil so viele Aliens, die da drin rumfleuchen und keuchen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das. Aber wenigstens ist er bewusstlos, nur und ich sind nicht tot. Das ist auch toll. Wow. Ohne Riesenfeuer XCOM jetzt extra. So, wir werden uns mehr vorstellen. Also noch nicht reinlatschen, auf keinen Fall. So viele Zeiteinheiten haben wir nun wirklich nicht zur Verfügung. Die Moral, naja, es geht von den Leuten. 90%. Gut, jetzt sind es auch zwei Leute hintereinander gestorben, haben zwar auch zig Aliens getötet, aber. Hallo? Hallo? Das war der mit dem Betäubungsgewehr. Und jetzt können wir noch mal gucken. Ja. 217 Bewertung, gut. 4 XCOM-Leute sind gestorben. Weniger als letztes Mal. 10 Außerirdische. Also das zeigt auf jeden Fall, wir sind Superhuman-Stufe. Und wir haben Illyrium. 915. Oh Gott, ja. Mein Mann. Ah. Und das war nicht jetzt gerade das, was ihr dachtet, was es war. Echt, der Kern wurde nicht zerstört. Sehr schön. Wir haben bei der ersten Mission jetzt Illyrium bekommen. Das wird für mich sehr, 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 sehr wichtig. Aber ich würde mal sagen. Und zwei Feldwebel sogar. Wir gucken uns nochmal kurz an hier. Stützpunkt nicht. Da doch. Stützpunkt. Raumschiff ausrüsten. Skyranger. Nee, machen wir Soldaten. Los, Soldaten. Okay, sind nur zwei Feldwebel, keine Gefreiten. Ja, die anderen sind tot, leider. 6 und 7, die werden wir dann nachher noch umbenennen, also in der nächsten Folge. Aber für heute ist es erstmal Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.